Gut, dann begrüße ich Sie zu den Kinos 2022. Unser Thema heute ist Open BIM mit IFC. Und hier möchte ich Ihnen vor allem Tipps mit der IFC in der Version 2023 geben und wie die Auxilia Sie hier mit neuen Tools unterstützt, damit Sie den Vorgaben, die Sie bekommen für den Export, dann auch entsprechend die richtigen Einstellungen vornehmen können. Genau, bevor wir jedoch in die Präsentation reingehen, möchte ich Ihnen noch kurz die Auxilia näher bringen. Mein Name ist Andreas Hofer, ich bin Geschäftsführer der Auxilia und wir sind als inhabergeführtes, spezialisiertes Beratung- und Softwareunternehmen seit 1987 im Markt vertreten und haben uns ganz großes Thema Bau und Digital auf die Fahne geschrieben und sind hier einer der größten Partner von Autodesk im deutschsprachigen Bereich. Wir haben mehr als 30 Jahre Erfahrung, knapp 5.000 Kunden, 70 hochkompetente Mitarbeiter und sind mittlerweile an 9 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Bau und Digital, was bedeutet das für uns, für Sie? Das Thema Building Information Modeling ist mittlerweile nicht nur ein Schlagwort mehr, sondern es ist wirklich Teil der Bauindustrie. Die Prozesse verändern sich und wir wollen gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten, diese Prozesse noch weiter zu digitalisieren, um auch die Effizienz in der Baubranche zu erhöhen. Wir wollen alle Planungsbeteiligten idealerweise besser vernetzen, damit die Zusammenarbeit besser funktioniert. Und damit wir das erreichen, wollen wir Sie ganzheitlich beraten und begleiten. Denn hier ist es nicht damit getan, dass wir Ihnen eine Schulung geben vom Produkt X oder Y, sondern da gehört ja ein großes Portfolio dazu. Und das Portfolio, das wir abdecken, sehen Sie auf der nächsten Slide. Das geht also von der Autodesk Software natürlich, die bei uns die Basis ist, über unsere Auxilia Tools. Hier können Sie also zum Beispiel in der Gebäudetechnik mit der Projectbox arbeiten oder mit dem Opening Transfer. Im Bereich Anlagenbau haben wir spezielle Plan Tools und so können wir also die Funktionen von Revit erweitern und Ihnen zusätzliche Funktionen und auch Bauteile zur Verfügung stellen. Des Weiteren begleiten wir Sie bei diesem Weg mit unserem BIMFIT-Konzept. Und das BIMFIT-Konzept ist, dass wir sie analysieren und sie dann Stufe für Stufe auf das nächste Level hochheben. Und diese Levels dort begleiten wir sie dann mit all den mit Seminaren und Schulungen, unserem hervorragenden Support-Konzept. Und wenn nötig, können wir auch zusätzliche Programmierung für Sie oder auch Ihre Planungsbeteiligten erstellen. Gut, an der Stelle war es das mit der ganz kurzen Einführung zu Auxilia. Wenn Sie noch weitere Infos haben wollen, schauen Sie auf unsere Homepage. Jetzt freue ich mich, dass ich an die KI übergeben darf, eine unserer erfahrensten Mitarbeiter im Bereich BIM und vor allem auch in der Gebäudetechnik. Liebe Kitty, ich wünsche dir viel Spaß bei der Präsentation und ich melde mich am Schluss. Ja, danke schön. Und dann werde ich auch wieder übernehmen. Zwei Worte zu mir. Der eine oder andere wird mich vielleicht dann auch kennen, weil ich jetzt schon fast auf den Tag genau 10 Jahre bei Auxilia bin. Ich habe angefangen mal mit AutoCAD MEP und Architecture. Und es hat aber nicht lange darauf gewartet, dass ich dann auch in die Revit-Welt eingestiegen bin und eben dann auch in diesem ganzen Open BIM mich dann auch zu Hause gefühlt habe. Meine Aufgaben hier sind die Schulungen, Support und das Consulting. Meine praktischen Erfahrungen habe ich gemacht in Architekturbüros oder auch im Büro für die Gebäudetechnik, sodass ich eigentlich auch in allen Elementen dort meine Fühler ausgestreckt habe. Mein Studium in Weimar war dann wieder ein bisschen mehr statiklastig, also doch schon eine sehr breite Hintergrund, der dann mit da ist, der sehr oft eben auch gerade im Consulting dann hilfreich ist, dass wir dort eigentlich die gemeinsame Sprache sprechen können. Heute möchte ich Ihnen ein kleines bisschen in den Open BIM-Prozess hineingehen, der ja immer wichtiger wird, weil Sie teilweise IFCs abgeben müssen. Und wir werden uns da den Export anschauen. Was ist jetzt in der 2023 anders als in der 2022? Was muss ich beachten? Und wie kann ich vor allem, kann ich effizienter den Export durchführen? Und da stelle ich Ihnen hier das Parameter-Tool vor, die neuen Funktionen, was Sie für den Export, für die IFC dann mit verwenden können, wo Sie wirklich schneller vorankommen mit Ihrer Arbeit.
Gut, Open-BIM-Prozess eigentlich nur noch mal so allgemein noch mit hineingenommen. Das heißt, wir übergeben unsere Modelle in der IFC. Ist natürlich für den BIM-Prozess nicht die optimale Geschichte, weil eine IFC, wenn ich sie habe, ist eine Kopie des Modells, ist nicht weiter geeignet zur Weiterbearbeitung. Vielleicht kommt das noch. Ja, IFC wird ja ständig weiterentwickelt. Vor allem müssen Sie sich als Projektbeteiligte sehr gut absprechen. Was soll geliefert werden? In welchem Schema sollen wir liefern? Welche Informationen sollen gekommen werden? Also gerade das ist in dem BIM-Prozess sehr, sehr wichtig, dass nicht jeder vor sich hin plant und am Ende passt dann doch nichts zusammen. Wenn man mit der IFC arbeitet, sollte man auch immer ein bisschen dran denken. Es gibt ja aktuelle Plugins. Und diese aktuellen Plugins, da sollte man sich auch immer mal informieren, was jetzt neu gekommen ist. Hier wird ständig neu diese Revit-Schnittstelle bearbeitet. Es kommen immer wieder Neuerungen hinzu. Wenn die PowerPoint dann umgeschickt ist, ist das auch verlinkt, ja, das zu GitHub, um die richtigen Plugins zu bekommen. Ein Tipp für uns ist das Buch, dieser IFC-Bildkommentar, den wir empfehlen, weil wir hier alle IFC-Klassen, alle Eigenschaftsdatensätze sehr komprimiert vorfinden, aufschlagen können und viel besser und schneller ans Ziel kommen als vielleicht mit der Internetseite, ja, damit man überhaupt erstmal weiß, was soll da irgendwo exportiert werden. Gut, der Standardexport. Dazu, das kennt, denke ich mal, jeder, der so ein bisschen sich mit der IFC schon auskennt, dass wir sagen, wir haben einen Standardexport und es gibt eine Mapping-Datei, die vorgefertigt ist von Autodesk. Und ich habe jetzt hier so ein bisschen das Beispiel hineingenommen, Heizkörper und Kältemaschine. Beides gehört zur Kategorie HLS-Bauteil. Und wenn ich das dann exportiere, weiß ich hinterher in meiner Datei überhaupt nicht mehr, bist du eigentlich jetzt ein HLS, also bist du jetzt die Kältemaschine oder bist du jetzt ein Heizkörper? Ja, also in der Struktur dann, im Schema kommt dann alles unter andere und dann wird alles aufgeführt, inklusive zum Beispiel auch unserem Projektbasispunkt oder unserem Ball, den wir für die Koordination verwenden. Ja, es wird alles hintereinander weg aufgeführt. Das ist eigentlich ein Element, wo wir sagen, passt gar nicht. Ja, also so möchte ich es eigentlich gar nicht haben. Wenn wir uns das mal im Revit anschauen, ich habe das Ganze hier also ein bisschen vorbereitet, die Kältemaschinen, ja, dann gehen wir mal auf so ein Objekt drauf und da sehen wir in den Eigenschaften eine Änderung bezüglich auch den anderen Versionen unter der Gruppe IFC-Parameter. Das ist das Export AS und das Export-Type nicht mehr gibt. Das ist also eine Neuerung in der 23, dass wir hier hergehen können und sagen, das gibt es überhaupt nicht mehr. Früher müssten wir dann reingehen in die Familien, das Export-AS uns raussuchen, also entweder aus dem Bildkommentar oder ins Internet. Neu ist jetzt, dass ich hergehen kann und über eine Datenbank, die ist mit inklusive, könnte ich mir jetzt hier meine Gruppe heraussuchen. Das wäre also der Heizkörper. Und dann kann ich sagen, du bist hier ein Konvektor oder ein Radiatorheizkörper und kann das Ganze dann hier entsprechend ausfüllen. Wenn ich das ausgefüllt habe und exportiere, dann bekomme ich auch die richtigen Klassen. Ich zeige das dann auch gleich nochmal. Aber ich möchte noch auf was anderes eingehen. Wenn wir jetzt auf den anderen Heizkörper gehen und ich gehe mal die Typeigenschaften dieses Heizkörpers, dann sehen wir, dass die Bauteile, die in einer Version vor 2023 erstellt worden sind, diese alten Parameter IFC Export AS und IFC Export Type besitzen. Trotzdem werden sie nicht angesprochen. Wir haben dahin einen Blogbeitrag gemacht, vielleicht hat den der ein oder andere gelesen, wo wir gesagt haben, mal noch ein bisschen warten, weil ich müsste jetzt alle Bauteile selber per Hand wieder umschreiben, was wir natürlich nicht wollen. Wäre ein zu großer Aufwand. Und es gibt jetzt dafür, damit wir den Export AS in die richtige neuen Parameter hineinbekommen, gibt es ein Dynamo-Skript. Das würden wir dann auch mit zur Verfügung stellen. Alle Kunden können sich natürlich jederzeit an uns wenden. Auch die jetzt vielleicht nicht bei uns jetzt in den Keynotes drin sind. Und dieses Dynamo-Skript können wir Ihnen dann entsprechend geben. Ja, ich müsste es jetzt hier bloß aufladen. Jetzt müssen wir noch gucken.
Jetzt habe er hier, doch er arbeitet trotzdem, hoffe ich, dass er das jetzt hier drüber setzt. Und wir können dann diesen Export im Endeffekt durchführen und es wird über das Dynamo-Skript die Elemente oder die Parameter in die neuen Parameter übertragen. Gut, lassen wir es nochmal kurz laufen. Ansonsten zeige ich es dann hinterher nochmal, wie es dann entsprechend weitergeht. Oder ich mache die andere Datei auf, muss ich dann nochmal gucken, dass er jetzt hier die Verbindung verloren hat. Machen wir mal ein Schließen dahinter. Ich ziehe es nochmal runter und ich öffne mal kurz das andere Projekt. Ich glaube, da habe ich noch eins im Petto. Und dann gucken wir nochmal kurz rein. Gut. Gut, gehen wir mit dem sozusagen, machen wir mit dem weiter. Und hier habe ich sozusagen über dieses Dynamo-Skript diese Elemente dann auch schon mit hineingetragen. Oh, kommt jetzt gleich, ist dann auch entsprechend wieder mit da. Das Ergebnis, was wir dann erhalten, ist, dass wir hier, ja, dass wir dann diese Zuordnung haben, dass wir also eine Hierarchieebene weiter nach unten kommen, dass wir sagen, wir haben jetzt hier unsere Heizkörper und hier unsere Kältemaschine und dann wird das auch entsprechend in unserem Schema abgebildet, indem ich ja sage Zentralheizung und entsprechend die Lüftung. Ja, das ist also wichtig zu wissen, dass wir genau bei solchen Beispielen, dass wir hergehen und sagen, wir haben alte Familien, wir müssen unbedingt dieses Dynamo-Skript für das neue Projekt in 2023 durchlaufen lassen, damit der normale Export passt. Den zweiten Punkt ist, dass es verschiedene Property-Sets gibt, die ich einem Objekt hinzufügen kann. Gemeinsam genutzte Parameter kann man hinzufügen, entweder über eine Textdatei oder über die Cloud. Und über die Cloud, das ist jetzt die neue Methode, können Sie gleich mehrere Parameter hinzufügen. Ich muss also nicht mehr jeden Parameter einzeln hinzufügen und ich habe auch gleichzeitig die Möglichkeit, dass ich hier sage, ist es ein Exemplarparameter oder ist es ein Typparameter und in welcher Gruppe der Eigenschaftspalette soll dieser Parameter hinzugefügt werden. Das Ergebnis wäre dann, gucken wir uns auch wieder im Revit an, also wieder rüber pushen ins Revit und wir holen uns hier die entsprechende Bauteil und er hat mir jetzt hier die Eigenschaften, ja, und dann sieht man hier, dass er den Export übernommen hat und wir haben die richtigen Parameter entsprechend dann auch da. Gut, wenn wir jetzt neue Projektparameter hinzufügen möchten, eben genaue Eigenschaftsdatensätze, dann gehen wir hier oben über Verwalten und holen uns unsere Projektparameter. Und dieser Button, der ist halt in der 2023 neu. Und ich kann jetzt wieder aus der Datenbank, die wir ähnlich vor uns auch gesehen haben, wenn ich das Objekt selber angeklickt habe, kann ich jetzt hier die Property Sets entsprechend auswählen. Mal gucken, dass er hier erlebt noch. Ja, und hier habe ich schon mal ein bisschen vorgesucht nach dem Heizkörper. Man kann das Ganze ein bisschen vorziehen. Und jetzt könnte man eventuell die Temperatur dazu nehmen oder auch, wie er betrieben wird, ob er elektrisch betrieben wird oder was haben wir hier unten noch? Also kann man hier verschiedene Parameter hinzufügen. Gucken, dass wir einen nehmen. Aber letztendlich vom Beispiel her ist es dann egal. Das ist also die Energieressource. Ne? Sie sehen, wir können mehrere P-Sets anklicken. Wir können die Einstellungen bestätigen und entsprechend dann mehrere Eigenschaftsdatensätze sofort in unser Modell hinzufügen. Also drinnen, wir müssen auch sagen, dass es Exemplarparameter sind. Und dann kann ich es natürlich auch hinzufügen. Er sagt mir, er hat zwei Parameter hinzugefügt. Sind wir fertig? Haben wir das Ganze erledigt?
Wenn ich das Objekt jetzt anwähle, dann besitzt er auch diese Eigenschaften. Der Nachteil ist, dass ich diese Eigenschaften immer nur einem HLS-Objekt zuweisen kann. Ich kann also nicht sagen, gehörst du jetzt zur Heizung oder gehörst du jetzt zu dem Kühlgerät? Wenn wir jetzt hier was eintragen, dann muss ich auch wissen, wie das Ganze heißt, ja, und darf mich dann auch entsprechend natürlich dort nicht verschreiben. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, dass wir dann hier irgendwo dann diese Daten dann entsprechend ausfüllen müssen. Wenn ich jetzt sage, das ist jetzt die heiße Temperatur, dann habe ich das entsprechend geschrieben. Diese, wie ein Parameter ausgefüllt werden muss, das finden Sie eben auch in diesem Bildkommentar, den wir haben. Und das muss man eigentlich wissen. Ist ein bisschen schwierig, dann diese Sachen dann auszufüllen. Ich werde Ihnen aber auch hier mithilfe des Parameters-Tools zeigen, wie einfach das dann auch geht, die ganzen Sachen mit dem Parameter-Tool und der entsprechenden Datenbank dann auszufüllen. Wenn wir uns das dann als Ergebnis, ja, hier haben wir dann die Sachen eingetragen, und wenn wir uns das als Ergebnis angucken, sehen wir, dass dann auch bei dem Export diese P-Sets hineinkommen und ich dann diese Elemente sehe in der IFC. Jetzt haben wir euch gerade gesagt, das sind ja eigentlich P-Sets, die für die Heizung gelten. Jetzt habe ich die einfach auch mal für meinen Kühler mit angewendet, habe was reingeschrieben, was stimmt. Aber beim Export kommt es eben nicht an, weil dieser Eigenschaftsdatensatz nicht für den Kühler bestimmt ist. Ja, also hier wird das dann entsprechend nicht weiter verarbeitet. Wenn Sie jetzt ein bisschen weiterdenken und sagen, gut, ich lege jetzt alle P-Sets mit an und ich lege alles hinein, dann haben wir hier vielleicht 20, 30 P-Sets und Ihr Nutzer, der die ausfüllen will, weiß gar nicht, zu welchem Modell oder zu welchem Bauteil soll ich denn jetzt was ausfüllen. Ja, und da gucken wir uns das entsprechend dann mit an über das Parameter-Tool. Der zweite Teil, das ist der projektspezifische Export, den wir über Schablonen abdecken. Das ist auch wieder ein Punkt, der jetzt immer interessanter wird, dass Sie Anforderungen haben vom Bauherren. Sie sagen, der Bauherr möchte gerne eine Eigenschaft haben, die heißt Gewerk. In der Projectbox heißt das CRX-Gewerk, der Parameter. Wenn ich das jetzt einfach über eine Tabelle ausgebe, mache, dann werden Sie in den Eigenschaften der IFC dann einen Parameter finden, da ist CRX-Gewerk. Der ist aber nicht gewollt. Deswegen gibt es Schablonen, mit denen ich das Ganze übertrage. Ich wandle also den Parameternamen, der in Revit ist, um. Dass es in der IFC einen anderen Namen hat. Des Weiteren kann ich über die Schablone Gruppen anlegen, wo sich das Ganze dann befindet. Diese Schablonen haben wir auch einige in der Projectbox drin, unter unserer Standardinstallation und unter den Extras finden Sie auch verschiedene Schablonen für den Export schon vorbereitet. Wir werden dann mal so einen Export durchführen mit einer Schablone, damit Sie das dann auch entsprechend sich angucken können. Aber erst nochmal soweit zum Aufbau der Schablone. Wir haben es extra mit reingenommen, damit Sie eigentlich sehen, es ist unheimlich wieder viel Schreibarbeit. Ich muss ein Register eröffnen. Ich habe bei dem Register gar einen Namen. Ich muss sagen, es ist Exemplar-Typ-Parameter. Und für welche IFC-Klasse soll eigentlich dieses Register gelten? Also wir haben hier also unser Beispiel weiter. Entweder IFC-Element, dann sind es alle Bauteile. Möchte ich es nur für den Heizkörper haben oder möchte ich es nur für mein Klimagerät haben? Und dann wird das entsprechend spezifiziert, dass die Eigenschaften dann für das Bauteil dort mit hineinkommen. So eine Schablone haben wir jetzt vorbereitet und hier sehen wir, wir haben also Elemente, die für alle Bauteile gelten sollen. Wir haben Elemente, die nur für den Heizkörper gelten und entsprechend halt für das Klimagerät. Wenn wir so einen Export mit so einer Schablone durchführen, müssen wir halt beim Export der IFC dann sagen, ich hatte mich jetzt in der Schulung für IFC 4 entschieden, deswegen muss ich das auch entsprechend hier mit eintragen. Und bei den Eigenschaftsdatensätzen gebe ich jetzt an, wo meine Schablone dann ist. So, hier oben mal ein bisschen
reingucken. Komm her. Und zwar Dokumente, Präsentationen und in die Keynotes. Und dann habe ich hier so eine Schablone fertig. Dann exportieren wir das Ganze wieder und drücken auf den Export. Ich habe die schon mal offen gehabt bei uns beim Testen. Und er exportiert das Ganze heraus. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, ich gehe nochmal auf Öffnen, damit Sie auch sehen, dass es wirklich funktioniert. Dann habe ich hier meine Datei. Und ich kann jetzt auf diesen Heizkörper gehen. Ja, und da sehen wir, er hat diese Gruppen. Das sind also dieses Auxaya LOD 100, Auxaya LOD 200. Ja, und der Kühler hat ganz andere Eigenschaften. So können Sie das sehr speziell auch anpassen an die Bedingungen, die vielleicht durch den BAP, durch die AIA, also die Auftraggeberinformationen und den BAP-Ablaufplan gefordert sind, damit das dann im Endeffekt sauber übergeben werden kann. Warum gehe ich da jetzt noch mal ein bisschen darauf ein? Der eine oder andere sagt, vielleicht ist eigentlich bekannt, ist eigentlich nichts Neues. Und das Neue ist eigentlich die Funktionen, die wir Ihnen über das Parameter-Tool mit zur Verfügung stellen. Das Parameter-Tool ist eine Programmierung von Auxaya und Sie können damit das Projekt komfortabel administrieren anhand einer Datenbank. Diese Datenbank ist offen und kann von jedem weiter bearbeitet werden, exakt für seine eigenen Informationen. Wenn wir uns das hier so ein bisschen mal in unserem Portfolio angucken, das Revit haben wir drinne. Und eben gerade, um das I bei dem BIM richtig ausleben zu können und die Informationen an die Bauteile heranzuschreiben, gibt es das Parameter-Tool. Und dann haben wir vor uns oder heute Morgen schon mal einen Bericht gehört über das Opening Transfer. Gestern hat Ihnen meine Kollegin dann die Projectbox vorgestellt. Also das nochmal so ein kleiner Überblick über unser Portfolio, was wir Ihnen dann anbieten, dass das eigentlich alles miteinander verzahnt ist und übergeben wird. Die neue Funktion, die ich Ihnen hier zeigen möchte, das ist der IFC Mapper. Mit diesem Tool können wir eigene Schablonen sehr schnell erstellen. Der vorhergehende, die Schablonen, da musste ich immer in eine Datei hineingehen, eine Textdatei, und dann musste ich schreiben. Ich musste hier mit Hand schreiben, ich musste die Tabs reinhalten, ich muss mir hier einen Parameter anlegen, ich muss wissen, was hat der Parameter jetzt eigentlich, ist der ein Textparameter, ist er eine Länge und wie heißt eigentlich der Parameter, den ich dann verknüpfen möchte. Das sind alles Dinge, die sehr zeitaufwendig waren oder auch sind und auch anfällig für Fehler. Und jetzt haben wir über den Mapper die Möglichkeit, diese Sachen schneller zu bearbeiten. Dieser IFC-Mapper, den finden wir hier hinten drinne über den Parameter-Tool. Das ist halt ein separates Tool, gehört nicht zur Projectbox dazu. Und jetzt finden wir hier schon, ich habe dieselbe Parameterschablone, die ich gerade aufgerufen habe, hier noch schon mal geladen. Ja, hier finden wir wieder die ersten entsprechenden Parameter, was wir hier drin hatten. Und wenn ich jetzt was hinzufügen möchte, kann ich jetzt hier auch einen neuen Eigenschaftsdatensatz hinzufügen. Ich nehme mal die LOD 300. Ich sage dann, für was gilt es? Sie können sich erinnern, wir mussten sagen, ist es jetzt der Heizkörper oder ist es jetzt der Luftkühler? Und entsprechend kann ich das jetzt hier eintragen. Das heißt, ich kann auch zwei Kategorien oder zwei IFC-Klassen damit bedienen. Ja, dann schreibe ich das entsprechend hinein. Jetzt könnte ich mir einen Parameter raussuchen. Ich sage, ich möchte mal, es soll Länge heißen, soll ein Exemplarparameter sein. Sie können hier noch einen Kommentar dazufügen. Und jetzt kommt eigentlich die schöne Geschichte. Ich gehe hier auf Objekt auswählen. Ich nehme mir mein Objekt, aus dem ich das auswählen möchte. Und gehe dann in die Parameter und jetzt werden mir alle Parameter angezeigt, die dieses Projekt hat. Und ich möchte gerne die Heizkörperlänge, das ist aber nur für den Heizkörper. Also nehme ich die HLS-Länge und kann diese HLS-Länge hier hinzufügen. Und hier habe ich dann auch entsprechend den Datentyp dazu. Beim Datentyp ist auch nochmal ganz interessant, wenn man sagt, oh, wie komme ich denn da ran? Ja, wenn ich mir jetzt hier mal so ein Objekt nehme,
gehe drauf, dann habe ich ja die Parameter hier auf der Seite und kann jetzt hier ein bisschen in dem Kontextmenü sieht man, dass das der Parameter Länge drin ist. Also das wäre so die Möglichkeit, die wir dort haben, das Ganze dann einzustellen. Ja, dann sage ich nur noch hinzufügen. Dann wird das Ganze hinzugefügt. Man speichert das Ganze dann unter einem beliebigen Namen. Ich mache mal die 12 rein, speichern. Und ich rufe das Ganze auch mal entsprechend auf, dass man auch sieht, was er dort mit dieser Parameterliste gemacht hat. Und er hat jetzt hier unten selber diese Sachen ergänzt, was natürlich sehr komfortabel ist und wesentlich schneller geht, da seine Parameter entsprechend zu übergeben. Gut, der IFC-Mapper, das haben wir hier auch nochmal drin. Wir haben jetzt hier Länge, Tiefe, Breite mit hineingenommen, die Ergebnisse des Exports, ja, dass dann diese neue Gruppe dann auch in beiden Elementen, in beiden Klassen enthalten ist. Was ich jetzt nicht noch zeige, aber das geht genauso gut mit der Parameterzuordnung. Das heißt also, ich kann Parametern, die jetzt, wie wir es vor uns aus, P-Sets, die in dem IFC-Schema enthalten sind, kann ich jetzt auch füllen mit Informationen, die meine Bauteile schon haben. Zum Beispiel in dem Fall hatte ich die Phase. Und das heißt also, dass wir dann sagen können, ist es Neubau, ist es oder ist es Abbruch oder wurde das Objekt neu erstellt. Auch dort kann ich sozusagen Standard-P-Sets mit in Revit erstellten Parametern füllen. Läuft analog wie eigentlich auch mit den benutzerdefinierten Eigenschaftsdatensätzen. Ja, dass wir dann also hier diese entsprechenden, den Status haben. Gut, das Letzte, was ich eigentlich auch noch zeigen möchte, das ist das Parameter-Tool. Ich hatte vor uns gesagt, es ist immer schwierig, wenn Sie Parameter ausfüllen müssen. Was kommt da überhaupt rein? Zum Beispiel eben bei der Temperaturklassifikation, was möchte ich da überhaupt drin haben? Hier haben wir eine Beispieldatenbank erstellt. Ich gehe wieder zurück ins Revit. Und muss den Mapper dann hier unten nochmal zumachen. So. Und in dieser Datenbank, die wurde natürlich händisch gefüllt. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Also das heißt jetzt nicht, dass das alles so von automatisch geht, sondern diese Datenbanken werden aufgebaut. Wir helfen Ihnen auch bei dem Aufbau der Datenbanken. Und unterstützen Sie dort, beziehungsweise soll es später auch als Dienstleistung mit von unserer Seite ausgeführt werden. Die Datenbank ist jetzt noch ein bisschen klein gehalten. Ich habe jetzt nur den Heizkörper hier drin. Und Sie sehen, dass wir hier unten Zusatz-P-Sets gemäß dem Schema haben. Dann kann ich das anklicken und dann habe ich das ein bisschen so vorbereitet, eben die Temperaturquelle. Und jetzt muss ich überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, was da gefüllt wird, weil es jemand anderes für mich schon gemacht hat. Und hat das Ganze gefüllt. Warum gibt es das mit 2x3 oder IFC 4? Das hängt an sich damit zusammen, dass das Schema immer weiter ausgebaut wird, dass es Elemente wie zum Beispiel die Temperaturquelle, Energiequelle, die gibt es im Schema 2x3 als P-Sets noch nicht. Deswegen halt auch noch beide Möglichkeiten in der Datenbank enthalten, je nachdem, wie Sie das Ganze exportieren möchten. Ja, kann ich dann auch drüber nehmen. Man kann es natürlich auch kopieren. Ja, ich könnte auch Einstellungen von einem Bauteil auf das andere dann kopieren, sodass ich diese P-Sets nicht immer neu ausfüllen muss. Oder ich markiere gleich beide Elemente. Ja, das ist aber dann das Bauen mit die Datenbank. Ich kann aber auch sagen, das ist jetzt ein anderer und hier habe ich vielleicht nicht definierten Energiequelle. Wenn ich das Ganze jetzt wieder exportiere und hergehe, sage Datei, ich möchte das Ganze exportieren und wir gucken uns das mal an in unseren Einstellungen. Wir hatten also die Eigenschaftsdatensätze. Ich hatte hier meine Standard benutzerdefinierten Eigenschaftsdatensätze. Ich nehme noch die Parameterzuordnung mal dazu, die wir jetzt nur theoretisch gezeigt haben. Und dann kann ich das Ganze exportieren. Wichtig ist immer beim Exportieren, dass Sie sich eigentlich das als Leitfaden nehmen, nur so viel wie nötig zu exportieren, damit die Daten, die Sie haben oder Ihre IFC dann nicht unnötig groß wird. Ja, also das ist ganz wichtig,
dass wir hier nicht irgendwo anfangen und sagen, ich nehme alle Revit-Eigenschaften mit und ich gebe alles raus. Der Partner wird nicht glücklich damit. Es ist viel zu viel Informationen drin. Also einfach irgendwo eine Sache, die dort nicht funktioniert. Ja, ich habe das hier auch draufgegangen. Wir kriegen hier, wir haben also diese entsprechenden Informationen jetzt sehr schnell und einfach und komfortabel in die IFC übergeben können. Das ist eigentlich so das Wichtige, was wir jetzt hier in diesen neuen Versionen haben. Und dass Sie sozusagen die Anforderungen, die Sie an einen IFC-Export bekommen, ganz schnell auch umsetzen können, ohne dabei jetzt Stunden oder Tage zu verbringen. Wieder rüber. Ja, das war das Ergebnis dann dazu. Wir hatten es uns jetzt auch live entsprechend angeguckt. Ja, da ist jetzt die halbe Stunde schon wieder rum. Man könnte natürlich noch wesentlich mehr an Informationen weitergeben. Wie gesagt, mir war es hier wichtig, auf die Besonderheiten in der 2023 hinzuweisen und auf unser neues Tool, mit dem Sie schneller und effektiver die IFC exportieren können. Sehr gut, Kitty. Vielen Dank für den wieder mal informativen Vortrag. Die Schwierigkeit ist immer, genau wie du sagst, Kitty, nicht nur beim Export von den Sachen das Richtige zu selektieren, sondern auch bei unseren Vorträgen die richtigen Informationen rauszusuchen. Wir könnten Ihnen noch eine Stunde lang oder zwei über das Thema IFC etwas erzählen. Das wollen wir natürlich machen, wenn Sie Interesse haben. Wir bieten dazu auch Seminare an. Sie finden das auf unserer Homepage, gleich auf der ersten Seite finden Sie bei auxile.com den Hinweis auf die Seminare, dort im Speziellen die BIM-FIT-Seminare, die wir Ihnen ans Herz legen, damit Sie auch dort den Weg ins Building Information Model einfach und schnell gehen mit uns. Wie geht's weiter heute? Wir haben noch einige Webinare für Sie parat. Im Anschluss der Jürgen Kneifel zum Thema Revit und Beton Fertigteile mit der IDAT-Applikation. Dann noch Tipps und Tricks rings um das Thema Revit in der Baugrubenermittlung. Und abschließend haben wir den heutigen Tag im Bereich Anlagenbau. Also wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich noch an. Gehen Sie auf unsere Homepage, das können Sie auch ganz kurzfristig machen. Morgen gibt es noch einen dritten Tag, da gibt es auch noch einige interessante Webinare. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich kurzfristig an, dann bekommen Sie zumindest die Aufzeichnung des Seminars automatisiert zugeschickt. Das war's von meiner Seite. Kitty, nochmal vielen Dank für die Präsentation. Bleiben Sie noch bitte ganz kurz dran, wenn wir das Seminar beenden, dann gibt es noch eine kurze Umfrage, damit wir unsere Qualität auch weiterhin für Sie verbessern können. In diesem Sinne, vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.